Angelschlauchboot mit minimalem Packmaß ist der Wunsch. Denn es sollen auch noch viele andere Dinge in den Kofferraum. Allerdings muss es groß genug sein, um auch die Beine ausstrecken zu können. Ich entscheide mich für ein Boot mit 2,30 Meter Länge. Die Batterie für den E-Motor, das Echolot und Räder für den Landtransport müssen angepasst werden. Und ganz wichtig, ein bequemer Sitz soll in den Bug. Bis zur ersten Ausfahrt ist also noch viel zu tun. Schön, dass ihr dabei seid. So hat sich der Hersteller die Sitzposition vorgestellt. Perfekt ausgewogen in der Mitte, aber für längere Angeltouren viel zu unbequem. Der Bellyboot-Sitz scheint mir die richtige Wahl. Allerdings, wie bekomme ich ihn auf die richtige Höhe? Stimmt, es muss wieder gebastelt werden. Einmal Baumarkt und zurück. Das Männerparadies hat auch diesmal etwas für mich vorrätig. Aus den leichten, aber stabilen Hartschaumplatten schnitze ich eine Sitzerhöhung. Immer wieder anpassen und schnitzen, irgendwann passt es dann. Ober- und Unterteil verklebe ich und die Kanten schütze ich mit Aluprofilen. Die schmelze ich heiß ein. Den Boden und das Vorderteil beklebe ich mit Resten einer alten Isomatte. Und die Außenseite verkleistere ich mit dem restlichen Sikaflex aus der Kartusche. Auf den Hochdruckluftboden klebe ich einen D-Ring, um doch den Sitz an der Vorderseite zu fixieren. Im Bug befestige ich den Sitz auf beiden Seiten an den vorhandenen D-Ringen. Ich bin zufrieden. Wie so oft bei meinen Basteleien ist es nicht schön. Aber, so hoffe ich, zweckmäßig.